Party U ist der Nachfolger zu Wii Party, wer hätte es gedacht, und es kennen nicht so viele Leute dieses Game. Ich kann dieses Spiel allerdings mit einem Wort zusammenfassen. Rigged! Dieses Spiel ist das unfairste, most rigged Game aller fucking Zeiten. Und zwar bei dem Modus Brückensprinter. Die Sachen, die ihr würfelt, sind absolut teilweise vorbestimmt und das Spiel versucht aktiv gegen euch zu kämpfen, damit ihr bloß nicht den Modus schafft. Und ratet mal, wozu ich mich entschieden habe. Richtig, diesen Modus auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad Meister durchzuspielen. Und genau das ist die Challenge heute. Wie lange wird es wohl dauern und werde ich meine Nerven verlieren? Finden wir es jetzt heraus! Oh, er ist ja schon direkt da, Alter! Pedobär, der Sack! Dieser Typ hat meine Freundin ausgespannt, sie geheiratet und meine Ehe mit Katja Krasavitsch zerstört. Aber die Frage ist, wer ist noch dabei? Oh mein Gott! Jianjun! Das ist der Vater! Und Yue Hua und Jianjun! Ey, ganz kurz, Diddy aus dem Schnitt hier. Es tut mir so leid wegen der Aussprache der Namen. Das sind die Eltern von Cheng Han! Die Eltern von Cheng Han sind gekommen, um sich zu rächen, weil ich ihren Sohn besiegt habe. Alter, Brückensprinter, ein letztes Mal diesen riesen Weg auf uns nehmen. Let's get it! Runde 1! Sause als Superheld durchs All. Pass auf, wo du fliegst, sonst gerätst du deinen Meteoritenhagel und verlierst dein Herz. Der Spieler, der am Ende des Spiels die meisten Herzen übrig hat, gewinnt. Let's go! Wähle deinen Pfad? Nein, ist es Luck? Es ist ein Luck-Minigame! Das ist ja dumm! Ich gehe wieder oben. Wobei, scheiße, ich bin der Einzige, der oben ist. Dammit! Das war so klar. Wir müssen uns immer dem anpassen, was die anderen machen. Das ist immer die Strategie. Okay, wir gehen nach, Hallo, die Steuerung klappt nicht! Egal, wir sind trotzdem bei der Mehrheit. Goddammit! Pedoberg gewinnt? Okay, Chang'ans Dad ist tot. Wir schlagen uns gerade noch alle wacker. Die Sonne! Wir gehen zu... nein, ich will nicht alleine sein. Okay, oh mein Gott. Es bleibt spannend. Wohin gehen wir jetzt? Hä? Nein! Es ist schon vorbei und ich bin Dritter. Wer wird gewinnen, Pedobär oder sie? Okay, Yue Hua, dann zeig uns mal, wie viel Luck du hast, mein Liebes. Ich glaube, der war average, der Wurf. Ich glaube, der war gar nicht so gut. Nein, der war ein bisschen above average, aber sie kommt nicht mal auf ein gutes Feld, glaube ich. Never mind! Sie kommt sowas von auf ein gutes Feld. Okay, Pedobär, dann hau mal raus, mein Freund. Der war voll scheiße. Na, okay, nee, der war doch nicht so scheiße. Alright, ziemlich beschissener Wurf. Heute werden wir Glück haben! Ich bete zu Gott, dass wir heute Glück haben im Himmel, im Maler. Der Wurf war mega scheiße. Ey, aber ist okay, wir sind auf eine gute Karte gekommen. Okay, vielleicht war es ja Glück im Unglück. Wir werden es jetzt sehen. Wenn wir jetzt noch mal einen scheiß Wurf machen, das wäre mega dumm. Ich meine, besser als der letzte. Und weiter als Pedobär. In meinen Augen ein W. Okay, Trian Chun. Der Bruder hat nur zwei Würfel, aber wenn er auf einem guten Feld landet, kann er uns trotzdem alle überholen, theoretisch. Oha! Alter! Was ist das für ein gottlos guter Wurf gewesen? Ich glaube, okay, warte, wir warten kurz ab, was der nächste Wurf ist. Ja, der war okay, der war average. Aber ich glaube, die Eltern von Cheng'an meinen es richtig ernst. Die wollen mir richtig eins auslöschen. Renne durch das Labyrinth und sammle so viele Juwelen auf, wie du kannst. Der Spieler, der die meisten Juwelen gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Alright, Pac-Man! Pac-Man habe ich in meiner Kindheit sehr oft gespielt, auf dem alten Game Boy Advance sogar noch. Deswegen müsste ich das ja eigentlich easy peasy gewinnen. Ich bin absolut nicht am Gewinnen. Die sind ja alle mega gut. Ich spiele ja auch auf Meister. Okay, ich habe eine Route. Nein, Pedobär, okay. Die Route war gut. Die Route war sehr gut. Ich glaube, wir sind Erster, glaube ich. Oh, ja, wir sind gerade so Erster. Nein, da war noch eins! Jetzt kommt es wieder auf Luck an. Oh nein. Als ob ich höher als eine 5 würfel. Wie sehe ich aus? Wie jemand, der Luck hat? Ja, oh nein. Die Sache ist, Yue Hua ist nicht nur an sich extrem gut, sondern sie hat auch mega Luck. Ich meine, guckt euch alleine diesen Wurf an. Ja, und sie kommt genau nicht auf das Minusfeld. Boah, guck mal auf die Karte. Yue Hua ist so weit vorne, Mann. Vielleicht haben wir auch mal Glück. Ja, aber das war ein guter Wurf. Das war aber ein guter Wurf. 30, sehr, sehr gut. Doch, das ist sehr, sehr gut, actually. Kann ich eigentlich einmal einfach nur mal Luck haben? Aber gut, Pedobär hat auch gerade keinen guten Wurf gemacht. Nevermind, der Wurf war genial. Präge dir in wenigen Sekunden eine, welche Kiste Äpfel sind. Öffne bis zu 3 Kisten, aber nimm dich vor den Spinnen acht. Du verlierst Punkte, solltest du eine Kiste mit einer Spinne erwischen. Igitt. Die Sache ist, das ist halt einfach wieder ein Luck-Minispiel. So. Oder warte, ich weiß, wo die Spinnen sind. Oder ändert sich das jetzt? Oh nein, ich hätte gucken müssen, wo ganz viele sind. Hä, was ist hier? Ach so, es ist vorbei. Warum ist es schon vorbei? Ja, das konnte ja keiner wissen, Alter. Präge dir in wenigen Sekunden ein, welche Kiste Äpfel sind. Are you serious right now, bro? Einfach Vierter. Vielleicht kommt Rian Kuhn ja auch auf ein Teleportationsfeld und wir kommen nach vorne. Ah! Rian Kuhn hat mich gehört! Rian Kuhn und ich sind wirklich Freunde! Würfel was Gutes für mich.
Ja, danke, Rian. Was reimt sich auf Rian? Ehrenmann. Allerdings hatte sie bis jetzt immer übertrieben Luck. Jetzt wird sich ihr Luck wirklich zeigen. Hat sie es geschafft? Ja, sie hat es geschafft. Hä, warum ist die eigentlich so übertrieben gut? Also irgendwie, Naja, wir sind ja Letzter geworden. Ich habe schon wieder vergessen. Ey, das war ein guter Throw. Obwohl wir so schlecht gewürfelt haben. War actually ein guter Throw. Wähle die richtige Kartenhälfte und drehe sie so, dass sich ein symmetrisches Bild ergibt. Der Spieler, der nach Ablauf der Zeit jeweils die Spielkarten zusammengesetzt hat, gewinnt das Spiel. Hier habe ich schon gesehen. Das ist die richtige. Eins. Boah, die sind super schnell. Die sind ultra schnell, die anderen. Boah, hau, okay. Oh mein Gott, ich hab mich ver... Oh nein, oh nein, ich hab verfehlt. Wir sind so hinten. Oh mein Gott. Oh nein, sorry, das Meisterschwierigkeit übertrieben. Nein, wieder Letzter. Junge, sie wird immer Erster. Die Mutter von Cheng'an wird immer Erster. Alright, Pedobär. Schon gut, aber es kommt immer drauf an, wo man landet. Er hilft sich selber oder hilft er mir? Nee, er hilft sich selber, der Sack. Das ist so ein richtiger Pedobär-Move. Das ist so ein richtiger, gottloser Pedobär-Move. Natürlich hilft er sich selber. So, damit sind wir wieder auf dem letzten Platz. Auf ganz entspannter Basis, liebe Freunde. Aber einen sehr soliden Throw. Hell yeah. Immer machen wir immer das Beste aus unseren scheiß Throws. Springe mit deinem Snowboard auf deinem Weg zum Ziel über Rampen, um Punkte zu erhalten. Springe im gelben Bereich 5 Punkte, im orangenfarbenen Bereich 7 Punkte oder im roten Bereich 10 Punkte ab. Also, wenn es hierbei nur um Timing geht, dann kann ich das. Ja, clean. Timing habe ich eigentlich ganz gut drauf. Doch nicht. Hä, die sind alle so gut. Die machen immer 10 gefühlt. Nur 5? Ach, scheiß die Wand an. Mal 2. Yes! Der Dad von Cheng'an hat jedes Mal ohne Ausnahme volle Punkte geholt. Das ist wirklich eine Challenge, die es so noch nie gab. Also der Dad von Cheng'an und die Mom haben beides richtig drauf. Das sind wieder so richtige Power-Asiaten. Real Talk. Und jetzt kämpfen wir auch noch gegen den Dad. Oh mein Gott, Alter. Der Gamepad-Spieler macht sich unsichtbar und muss 20 Sekunden lang seinen Gegnern ausweichen. Einige Bodenplatten verfärben sich bei Kontakt. Seid also wachsam. So, weil wie zum Teufel soll man das sehen? Also klar, diese Scheiben auf dem Boden verfärben sich, aber... Ja, wobei, wartet. Ich glaube, der ist hier, oder? Nee. Er ist hier irgendwo. Aber wo? Das ist halt Luck schon wieder. Ja, wir haben ihn eingekesselt. Oha, hä? Die Mom von Cheng'an war einfach gegen ihren eigenen Mann. Das ist das erste Mal, dass wir gewonnen haben. Einfach nur, weil wir im Team gearbeitet haben mit anderen. Geil. Okay, wir dürfen jetzt alle 2 Würfel würfeln. Wobei, dann kommt jetzt... Sie hat immer so gute Würfe. Dann kommt sie ja auch noch viel weiter nach vorne. Wie dem auch sei, vielleicht haben wir ja auch einen guten Throw. Das habe ich erwartet. Der war auch scheiße. Okay, die Mom kommt immer weiter nach vorne und sie ist nicht mal Erster. Ist der Dad? Oh mein Gott, der Dad von Cheng'an ist sogar Erster. Okay, jetzt aber nicht mehr. Boah, Junge, ist die weit vorne. Hui! Und Matt im Hintergrund kommt auch auf süß. Komm, Matt, bring uns Glück. Nope. Na, das ain't it, Chief. Ah, ich helfe mir selber. Okay, sehr gut. Bitte gut. Einfach mal 20 würde mir schon reichen. Oh! Alter! Oha! Okay. Okay. Das ist nicht nur gut, das ist sehr gut. Laufe die Straße auf und ab und sammle so viele Äpfel ein, wie du kannst. Gib auf die Stachelkugel nach, die dich auf den Boden werfen. Fällst du hin, verlierst du die Hälfte deiner gesammelten Äpfel. Also wie gesagt, das ist ein Skill-Game und deswegen glaube ich... Hallo! Okay, wir bleiben einfach ganz vorne stehen. Ja, okay. Oh mein Gott, die sind schon wieder so überskillt alle. Oh, oh, oh mein Gott. Oh, schön durch die Mitte. Ich versuche, Risiko zu gehen und trotzdem vorne zu bleiben, auch wenn es sehr riskant ist, weil ich die Hälfte meiner Dinge verlieren könnte. Oh, habt ihr es gesehen? Oh mein Gott, wie knapp war das? Und trotzdem nur Zweiter. Ey, die Meisterschwierigkeit, ne? Anders. Wisst ihr was? Ich finde es sogar gut, dass Pedobär Erster geworden ist. Aus dem Grund, dass er gerade Letzter ist. Und deswegen ist alles besser als die Eltern von Cheng'an gerade. Dann lass mal einen guten Wurf machen, bitte. Guck mal, da hinten ist sogar ApoRed wieder. Jetzt guckt er uns zu. Bitte lass uns einen guten Wurf machen. Ficken. Ja, der war okay. Vielleicht landen wir auf einem... Also wirklich, ich mache immer schlechte Würfe. Und schaut zu, wie ich jetzt die höchsten Würfe der Welt mache. Nee, okay. Zum Glück, mein Anlag ist in der Situation sehr gut. Alles gut, immerhin etwas. Also, es ist scheiße, aber es ist einfach nur scheiße. Eigentlich kann man dazu nicht mehr sagen. Boah, also die Sache ist, was krass ist, die Mom von Cheng'an war durchgehend vorne bis jetzt. Und wenn sie das auch noch schafft, dann könnte es sehr gut sein, dass sie den W holt. Dafür muss sie jetzt erstmal 5 grüne Würfel... Nee, nur einen grünen Würfel braucht sie. Okay, das ist... Wähle schnell die Silhouette, die zur Pose des Mii-Charakters in der Mitte passt. Je schneller du die richtige Wahl triffst, desto mehr Punkte erhältst du. Was könnte jetzt kommen? Ich muss mich mega konzentrieren. Ich bin Dritter. Ist schwierig. Ich muss mich gerade echt konzentrieren. Ach, Mann. Oh, ich war Zweiter. Und die Mom ist wieder Erster. God damn. Ja, wir waren mal Erster. 100% meines Gehirns. Woo! 100% gehört, Bauer! Boah, das ist das erste Mal, dass wir Erster geworden sind. Wobei, noch nicht. Die Mutter... Nein, es kommt wieder auf Luck an. Oh! Ha!
yes, okay, gut, gut. Das erste Mal auf legitime Art und Weise durch Skill Erster geworden. Zum ersten Mal Erster. Lass jetzt auch einmal einen guten Wurf haben. Komm, wir hatten jetzt Skill bewiesen. Game, gönn jetzt auch mal Luck. Bruh. Es ist fucking rigged. Es ist absolut rigged. Oh ja, es war ein Meer an Bonusfeldern. Wir kommen auf das Feld, wo nichts ist. Und jetzt schaut zu, wie sie eine höhere Zahl würfelt als ich, obwohl ich den besseren Würfel hatte. Okay, ich glaube 3 oder 4 Würfel. Bruh. Yes. Siegdelan Oldensang. Das ist doch dumm. Guck mal auf die Karte. Junge, also wirklich. Ich geb dem Ding gleich eine Kopfnuss, weißt du das? Und alle kommen auf Bonusfelder außer wir. Das ist so dumm, Alter. Der hat auch ein bisschen Anlag, aber naja. Ne? Schieße die gestapelten Blöcke von der Plattform, um Punkte zu sammeln. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt das Spiel. Wer ist dran? Okay, der Dad fängt an. Vielleicht können wir uns jetzt so ein bisschen abgucken, wo man hinschießen muss und wo nicht. Okay, es ist so ein bisschen risky. Es ist so ein bisschen... Oh, das ist dumm. Das ist dumm. Dann wird Pedro jetzt die Punkte bekommen. Ich gehe Risiko. Ja! Hä? Es steht immer noch. Egal, immerhin 2 Punkte. Ist besser als nichts. Aber Pedro wird jetzt so den W erringen. Ja. Wow. Er läuft ja mega scheiße mal wieder. Ist es die einzige Runde? Oh, oh, oh. Ja, aber ich bin ja jetzt dran. Wie soll ich denn jetzt hier irgendwie noch den W holen? Ja, komm, ich schieß mal hier. Immer ein paar Punkte holen so. Mal gucken, ob die Mom jetzt Pedro noch einholen kann. Okay. Ja, beide gleich auf. Aber wenn wir Glück haben, lockert der jetzt was für uns. Der hat gar nichts gelockert. Der hat uns einfach komplett hops genommen. So. Wow. Mann. Aber das hat auch wieder was mit Luck zu tun. Es geht noch weiter. Oh, wartet. Ist okay. Es ist wirklich okay. Boah, guter Wurf, guter Wurf. Aber wie gesagt, wenn Pedro letzter ist, erster ist, ist okay, weil er ist gerade letzter. Und er hat auch Anlag, genau wie ich. Er kommt auf keine guten Felder. Die kommt halt legit gleich ins Ziel, Alter. Noch 42. Also wenn sie jetzt ein bisschen Luck... Die macht immer so gute Würfe. Teleportationsfeld. Ah, sie hilft ihrem Mann. Ist der Dad jetzt Zweiter deswegen? Ja, ja, ja. Digga, die Familie hält richtig zusammen. Vor allem, er darf jetzt sogar noch würfeln. Ach Gott, Alter. Auch mehr als solider Throw. Mehr als solide. Yo, diese Familie, Alter. Grandios, Freunde. Und wir sind wieder Letzter. Das ist es doch. Digga, wie oft der spinnt, Alter. Und er landet trotzdem auf einer 1. Cool. Nein! Oh, fast aufs Teleportationsfeld gelangt. Bringe die Balance deiner Gegner mit einem Spielzeughammer zum Platzen. Schütze deinen Ballon, um das Spiel zu gewinnen. Platz der, kannst du dennoch im Ring bleiben und die Balance deiner Mitspieler jagen. Pedobär wird eh auf mich gehen, oder? Ja, er geht auf mich! Oh mein Gott, Alter, wie schnell er gesprintet ist. Lass mich in Ruhe, Pedobär! Lass mich doch alle in Ruhe, ihr Säcke, Junge. Pedobär, lass mich in Ruhe! Junge, dieser Sack hat so auf mich abgesehen. Habt ihr gesehen? Straight auf mich zugesprintet. So ein Hund. Irgendein gutes Feld. Wir müssen auf irgendein gutes Feld kommen. Ist es der erste Throw? Nee. Wir haben heute noch nicht einen richtig soliden Throw gemacht. Können wir darüber reden? Nee. Landen wir? Boah, okay. Immerhin auf ein gutes Feld. Immerhin auf ein gutes Feld. Was sind das für Würfe? Also wirklich, so viele Einser habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Aber diese Familie ist so stark. Wir können das gar nicht fürs Try schaffen. Ah! Shit, Mann. Aber vielleicht kommt sie jetzt auf ein Teleportationsfeld. Bitte. Ja! Ja, darauf habe ich gewartet! That's what I've been waiting for! That's what it's all about! Nein, du hast recht. Sie begibt sich also wirklich zu jemand anders und nicht wir zu ihr. Natürlich auch zu ihrem Mann. Das hat uns ein bisschen mehr Zeit verschafft, um zu gewinnen. Renne über den Billardtisch, um den Kugeln auszuweichen. Pass auf die anderen Spieler auf. Wenn sie dich umwerfen, kannst du dich für kurze Zeit nicht bewegen. Wer als Letzter auf dem Billardtisch steht, gewinnt. Das ist zwar schon skill-based, aber Pedobär wird safe. Ja, der läuft schon wieder mir hinterher, du Sack. Jetzt schubse ich dich um, Alter. Hör auf, Junge Pedobär! Dieser Bastard. Ah! Nein, 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 nein! Das war lang! Und wieder hat Pedobär gewonnen. Okay, Pedobär hat auch einen soliden Throw gemacht. Alter, imagine! Pedobär ist relativ weit gekommen. Und gerade erster. Imagine, Pedobär gewinnt noch. Okay, ich glaube sogar, Pedobär ist immer noch vor dem Dad, oder? Ja, jetzt auf jeden Fall. Wir müssen einfach Glück haben, dass die immer wieder auf diese Minusfelder kommen und wir dadurch mehr Zeit haben. Es ist noch alles drin, Freunde. Es ist wirklich noch alles drin. Whee! Ja, war mal gar nicht so scheiße, der Wurf. Und nicht so scheiße ist für uns schon ein sehr großer Erfolg. Verdiene die Punkte, indem du die Ninja-Attrappen mit Wurfstern bewirfst. Pass auf, dass du keine Geisha erwischst, denn dafür gibt es Punktabzug. Jetzt müssen wir sehr schnell reagieren. Ninja! Yo, wie schnell sind die? Ninja! Digga, ich bin legit schnell und die sind trotzdem teilweise schneller als ich. Werft doch. Die sind so gut. Hüpp. Okay, aber wir sind am Führen, wir sind am Führen. Nice, nice. Yes! Kommt noch eine? Das war's, glaube ich, oder? Yes, wir sind Erster! Oh mein Gott, wir sind Erster. Bitte, bitte, bitte. Der Wurf war auch nicht schlecht. Oh mein Gott, aber wo landen wir? Oh mein Gott,
bro. Boah, jetzt hilft er wieder seiner Frau. Die helfen sich die ganze Zeit gegenseitig, diese Säcke. Verdammte Familie. Nein! Ich glaube, wenn sie Glück hat, hat er ihr gerade damit die Chance gegeben, den W zu holen. Wenn sie jetzt einen guten Throw macht. Wie close! Wie fucking close ist es? Aber Pedobär muss natürlich noch ein 1 gegen 3 machen. Digga, was ist das für eine spannende Runde? Die gegnerischen Spieler müssen den Blöcken ausweichen, die der Gameplay-Spieler fallen lässt. Erwischt er alle gegeneinander. Bis Zeitlimits gewinnt er das Spiel. Aber vielleicht mit Ultraskill. Oh mein Gott, Digga. Aber vor allem, dass man auch so lange überleben muss. Komm, Dad, gewinn! Hol den W! Gian! Los, Gian! Was reimt sich auf Gian? Ehrenmann. Aber ich glaube, das bringt mir gar nicht mal so viel, oder? Ich musste 7 würfeln. Dann hätten wir schon eine Chance darauf, den Sieg zu holen. 40, aber bei unserem Glück. Komm mal. Nee. Oder? Um eine Würfelzahl. Are you fucking kidding me? Bitte einfach nein. Einmal im Leben. Oh nein, das sieht gut aus. Sie hat's, oder? Nein, sie hat's, glaube ich. Nein, bitte nicht. Das ist Pedobär schuld, weil er auf das 1 gegen 3 Feld gekommen ist. Hat er mich dazu gezwungen, den ersten Try zu machen, der super unwahrscheinlich ist zu schaffen. Damn, Freunde, tja, ein trauriges Ende für das Video. Aber wisst ihr, was das heißt? Das heißt, es wird Zeit für eine verdammt gottlose, meisterliche Montage. Oh, warum halten die einen immer fest? Wir sind doch ein Team. Ah, ist das doof. Hätten wir gewinnt das einfach, weil es rigged as fuck ist? Krass, Digga. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Alter. Ja. Yeah! Oh. Nein! Wenn er jetzt gewinnt. Als ob! Er hat's geschafft. Hey, ich war so gut! Wie soll man das besser machen? Nein, als ob direkt noch eine kommt. Das erste Mal, dass eine Challenge es geschafft hat, mich zu besiegen. Einfach, weil sie so rigged ist. An dem Punkt war ich mental wirklich gebrochen. Nach 5 Stunden die ganze Zeit verarscht werden, weil es wirklich rigged ist. Dann die Aufnahme abgebrochen. Doch dann dachte ich mir eine Sache. Wir machen jetzt noch eine Runde, die gut läuft. Und wenn wir wieder gerigged in den Arsch gewumst werden, dann brauche ich nur Repart-U-Pause. Wenn das jetzt gut läuft, diese Runde, dann wird das die letzte Runde. Für eine Weile, weil Repart-U mir mächtig auf den Sack geht. Und so probierte ich es ein letztes Mal. Nice. Fresh. Es war zu unfair. Nach dieser Runde würde ich aufgeben. Nice, let's go. Fresh. Jedoch... Oha, Fresh, wollte ich diese eine Runde noch finishen. Und ich erkläre euch kurz, was so verdammt nochmal assi war. Das Spiel ist darauf programmiert, euch schlechtere Throws zu geben als den Computern. Das ist bewiesen, ich hab's nachgeschaut, es ist absolut lost. Also ihr braucht nicht nur Ultra-Luck, ihr müsst gefühlt jedes Spiel gewinnen. Doch dann passierte das. Ich glaube daran, dass wir es jetzt schaffen können. Also jetzt, ganz... Bitte jetzt auch ans Ende gehen. Das sieht nicht so scheiße aus, aber auch nicht so gut. Das war so gottlos, aber eins war klar. Aufgeben war keine Option und nur deswegen haben wir diese scheiß Most Rigged Challenge ever geschafft. Peace out.